Willkommen zurück, all ihr Hexen und Zauberer, die wieder eingeschaltet haben, zu meinem Let's Play zu Hogwarts Legacy. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Astronomieturm, um den Daedalischen Schlüssel zu finden. Mal gucken, wie weit ist das denn? Ach, ist doch gar nicht so weit, direkt über uns. Ja. Den Daedalischen Schlüssel. Wir haben auch gerade im letzten Part auch Expelliarmus gelernt. Expelliarmus gelernt. Galionen und die Uniform eines Historikers. Den Daedalischen Schlüssel. Naja. Cool, was ist denn hier? Galaxy. Wandteppich? Wandteppich von Barnabas der Bekloppte. Dieser Wandteppich steht dem törichten Versuch des Zauberers Barnabas des Bekloppten, Trolle für das Ballett auszubilden. Man stellte sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Vor die Tribüne, ey, die würde doch zusammenbrechen. Da geht's ganz nach oben, aber gucken wir mal hier rein. Astronomie, könnten die Ravenclaws hier sein? Oh mein Gott, alles klar. Meine liebe Santiwati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschau geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel. Wohlgemerkt, soweit ich weiß, und vorschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Ja, frustrierenderweise hatte ich in einer Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben. Ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Yantamanta, später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. Liebe Sohrita. Ja, das wäre halt geil, wenn man Muggeltechnologie und Magie miteinander verbinden würde und die Zauberer nicht im Verborgenen leben würden. Das heißt, wie weit die Menschheit kommen würde in der Hinsicht dann. Ja. In der Hogwarts-Welt. So sage ich ja, warum müssen ausgerechnet die Zauberer im Untergrund leben? Wie sind die Zauberer sind die dominanteren Menschen? Eigentlich müssen die alles beherrschen und die Menschen müssen unter denen sein. Da hat man die gleiche Aussicht halt wie Grindelwald, ne? Grindelwald hat das alles ein bisschen besser gehandelt, ne, als Voldemort, ja. So wie man das versteht, Grindelwald wollte einfach nur, dass die Zauberer nicht mehr im Untergrund leben mussten. Und Voldemort wollte einfach nur alle die Muggel versklaven, ne? Das wollte Dumbledore nicht. Grindelwald meine ich. So wie man das so versteht. Gott, ist das hier hoch? Da! Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der wohl führt? Ja, gucken wir uns gleich mal an. Ich möchte mal ganz kurz mal ganz nach oben hier. Wie hoch geht denn das hier, ey? Da war Peeves. Okay. Meine Aussicht, ey, ne? Ah, hier ist Dumbledores Todesort später. Spoiler. Quidditch!
Astronomie-Teleskop. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und alle anderen Dinge am Nachthimmel. Was ist das denn da? Oh, guck mal. War sogar richtig. Cool, jetzt können wir die Schlüssel von mir aus verfolgen. Warte mal, können wir kurz mal was nachgucken. Was brauche ich denn jetzt gerade nicht? Ich brauche Lumos eben. Expelliarmus brauche ich jetzt gerade eben nicht. Lumos. Ah lol, hab ich doch nicht gehört. Ups. Ich hatte da oben irgendwas flattern gehört. Na genau, habt ihr es gehört? Ich hab's gehört. Ach da. Naja. Boah, ich bin so froh, dass ich das Spiel mit Maustastatur spiele, ey. Controller hätte ich mir schon längst die Hände gebrochen. So. Also die Finger gebrochen, wäre ja gesagt. Ja, würde ich gern. Ach, da ist der Schrank. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Okay. Ah, da muss man warten, bis er in dem, bis er in der Mitte ist. Ja. Oh, Slytherin. Eine alte Münze? Vielleicht weiß Nelly mehr. Kehr zu Mark. Mark zu Nelly zurück. Wo ist Nelly? Oh, der ist dieser direkt unten, alles klar. Das ist eigentlich das. Ja klar, das ist nur seine Auswirkung, auf welches Hogwarts-Haus man nimmt, ne? Gryffindor würde ich niemals nehmen und Hufflepuff auch nicht. Ne, wenn, dann würde ich Ravenclaw, wäre eine andere Wahl. Vielleicht mit dem Wiederspiel wäre einfach mal zu cool, das ist Gryffindor zu nehmen, aber sonst freiwillig? Ohne einen Grund? Nö, dann bin ich ein Slytherin. Spinne und bleibe ein Slytherin. Da oben. Ach, naja, hallo Mora. Hallo Mora, dich gleich. Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Darf ich fragen, wie lange Sie schon in Hogwarts unterrichten? Nun, lange schon. 7 bewegte Jahre. Hm. Die Zeit verfliegt, denn wir haben Spaß. Das finde ich wichtig. Ein wissbegieriger, positiver und zuversichtlicher Geist ist doch stets am offensten. Einige Professoren sind vermutlich anderer Ansicht. Nun ja, jeder hat eben seinen eigenen Stil, nehme ich an. Was Stil? Nennen wir Stil. Manche Lehrkräfte glauben, dass harte Arbeit und Hingabe die einzigen Schlüssel zum Erfolg sind. Aber sie vergessen, was diese Dinge beeinflusst. Wer nicht begreift, warum manche Menschen ihre Energie für Koboldsteine aufwenden, ist blind für die enorme Macht des Spiels. Unterrichten Sie deshalb auf diese Art? Ganz genau. Ich bemühe mich, die Art Professor zu sein, die ich mir in der Schule gewünscht hätte. Meine Erfahrungen waren nicht so erfreulich.
Vielleicht wären sie ohne diese Erfahrung nicht der, der sie heute sind. Hätte ich eine traditionellere Ausbildung erhalten, nun, genug von meiner Schulzeit. Sie sind jetzt hier. Und es wäre schade, wenn Sie das nicht genießen würden. Ich gebe mein Bestes, Professor. Vielen Dank für Ihren Rat. Nur zu gerne. Versuchen Sie heute etwas Spaß zu haben, ja? Guck mal, Perificus Titalus steht da. Bombarda! Potos! Rectum Sempra! Protego, expelliamus. Bombarda. Expelliamus ridiculus. Tarantelegra. Das ist, glaube ich, das ist gegen Spinnen. Ein paar Zauber gibt es auch, kann man auch, sind auch Lego-Portale. Annette ist unten, ne? Ich laufe gerade die Hauptkampagne weiter. Geisterbischöften verdorrtes Fleisch und keine Sahne. Und hier los. Was ein Schwein war das? Meine Seite des Schlafsaals ist hier. Revelio. Komm ich. Warte mal. Karte. Nicht Karte, Aufträge. Ach, die ist im Hof. Dann reisen wir da mal eben ganz kurz eben hin. Und danach gehen wir in Kräuterkunde. Die gute alte Kräuterkunde. Revelio. Kannst du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine Art merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Slytherin Haustruhe finden. Na gut, dann müssen wir kurz wieder zurück in unseren Gemeinschaftsraum. Dafür müssen wir zurück in unseren Gemeinschaftsraum. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um die zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Oh Gott! Ich sehe es. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stück brauche ich noch und 16 gibt's insgesamt. Alles klar. Ah, da steht da unten links sogar. Scheiße. Hätte ich gar nicht erst nachzählen müssen. Sieht so aus, als hätte meine Haustruhe noch Platz für weitere Marken. Ich sollte nach weiteren Dadali-Schlüsseln in Hogwarts suchen. Das ist sogar wieder besser. Aufträge. Sprich mit Luke und Bradley und Kräuterkunde. Besuche Kräuterkunde, den Kräuterkundeunterricht. Machen wir. Habe ich schon gelesen. Dann kann ich eigentlich mal mit dem Besen fliegen, ey, ohne Spaß.
Oh Gott, ich wollte gerade schon drücken, ey. Ach, scheiße. Ah, da war ich zu nervös. Okay. Noch 5, noch 14. Es gibt nichts Besseres. Revelio. Wow. Das ist also Kräuterkunde. Not bad. Ja. Klar. Revelio. Ist der Baum von unten. Ja. Züchtet sich schon wieder Prunguszwiebeln? Revelio. Erstmal umgucken, erstmal. Ha, ich bin drin. Lenkpflaume, diese orangefarbene rettichartige Frucht hängt kopfüber schwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie kann die Fähigkeit steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Okay. Revelio. Man kann sogar noch höher. Gucken wir mal, was wir so finden, ey. Revelio. Wow. Na dann. Liebe Frau Professor Garlick, wie aus aufmerksam von Ihnen, Sie haben sich ja sogar gemerkt, dass das Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß. Kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach ihnen sind. Alles, was sie züchten, scheint von irländischer Qualität zu sein. Vom Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von ihnen abschaut, während sie sie unterrichten. Lenora vergöttert sie. Ich bin mir sicher, das tun alle ihre Schüler. Stets mit wärmsten Grüßen, Eleanor Everley. Ich habe nur kurze Ausschnitte von der Botaniklehrerin gesehen und ich muss sagen, die sieht hübsch aus. Wenn das die ist, die man sieht. Na egal. Die steht dann hier. Hallo, meine Schüler. Zieht euch bitte eure Ohrenschütze an und vergisst sie nicht, wenn wir eure Raunen rausziehen. Aber Leute, ich würde sagen, wie die Botaniklehrerin aussieht, oder ob das die ist, wie die ich sie halte, bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen an alle Hexen und Zauberer. Bis zum nächsten Mal. Euer Dagobian.